Vorsicht, Kao! Um dem Bären zu entkommen, musst du die Bonussprungfedern einsammeln. Die Geldmünzen zeigen dir den Weg. Damit herzlich willkommen zur zweiten Runde von K.O. de Känguru, beziehungsweise zur dritten Folge schon. Ich starte jetzt einfach mal, ich kenne den Anfang schon, ich erkläre gleich alles. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von K.O. de Känguru. Und vielleicht habt ihr es schon geahnt, wieso ich diese Anfangssequenz so schnell zusammengepackt habe, weil die geht mir so auf den Keks. Da kann man nicht viel kommentieren, das ist einfach nur so ätzend und oh. Jetzt aber auch egal, jetzt geht's direkt weiter. Hier, die kann ich noch kaputt rollen, aber da ist nichts mehr. Kann ich auch nicht kaputt machen, sehr seltsam. Gut, dann hole ich mir jetzt erstmal die Glocke. Und was hast du für mich? Drücke die Wurftaste, um die Bumerangs zu werfen. Ah, guck mal an. Drücke die ich Wurftaste hab Bumerangs. Bumerange? Bumerangs? Bumerange? Oh. Was war falsch? Was ist denn die Mehrzahl von Bumerang? Bumerange? Bumerange? Ah, ich bin durch. Ich muss nicht mehr vor diesen Bären abhauen. Ich hoffe, dass das auch nicht nochmal kommt. Weil das wäre richtig doof, dass ich nochmal vor diesem Bär wegrennen muss. Ich sehe es doch schon kommen. Da steppt der Bär. Soll ich jetzt die Glocke schon mal aktivieren? Dann hört ihr nämlich alle Videos, die kommen. Haha, das ist super in diesem Spiel. Gut, und da oben habe ich Leben. Oh, schön. Gut, habe ich zwar nicht gebraucht, aber... Du schöner Zwerg. Ich muss jetzt auch mal dahin. Komm her! Folge Bitte schön. Folge mir. Okay. Warum soll ich dir folgen? Da kommt doch bestimmt der große Bär, oder nicht? Und wie bist du da dran vorbeigekommen? An diesem komischen Zwerg da? Na, guck mal. Kann ich hier hochklettern? Cool! Da kann man wirklich hochklettern. Das wusste ich nicht. Weil das sieht auch so platt aus. Was ein geiles Secret. Hallo. Bruder, er muss los. Tschüss. Hä? Was war denn das jetzt? So, erstmal schön speichern. Und hier unten die Sterne holen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was die Sterne mir bringen. Aber ist doch egal, ich sammle alles ein, was ich finde. Alle getroffen. Das sind auch riesige Nüsse. Richtig krass. Und damit komme ich jetzt hier übers Wasser. Yay. Ich sterbe hier. Okay, gut zu wissen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil da hinten war so ein Tor. Da kommt auch bestimmt was Böses auf mich zu. Und nicht nur so ein komischer Zwerg. Die zerschlage ich auch richtig im hohen Bogen. Ah. Guck mal. Wie bitte? Was? Wieder in der gleichen Position angekommen und jetzt wieder den komischen Zwerg da. Du beutest nicht meine Freunde aus. So. Danke, Kao. Jetzt bin ich wieder frei und muss nicht mehr nach Kristallen graben. Du warst auch schon vorher frei. Erstmal den Stern aufheben. Dann die Glocke aktivieren. Uiuiui. Das könnte heiß werden. Aber es war ein Speicherpunkt, also alles halb so wild. So. Und jetzt muss ich hier warten. Oh. Nein. Nein. Bleib doch oben. Komm. Zack, zack, zack. Komm, bitte einen Speicherpunkt. Ich will einen Speicherpunkt. Bitte. Warum gibt es hier keinen Speicherpunkt?
Und ich hab's überlebt. Warum auch immer in einem Wald einfach mal Lava rumfließt. Sei vorsichtig, denn dort ist eine Kiste mit Sprengstoff. Sie wird dich verfolgen, bis sie auf ein Hindernis trifft. Wie bitte was? Wo ist eine Kiste mit Sprengstoff? Ach, das ist eine Kiste mit Sprengstoff, oder was? Was ist denn das für ein lustiger Sprengstoff? Auf die Kiste kann ich leider nicht, aber ich kann von dem Sprengstoff abbauen. Ah, Hilfe! Ah, der sieht so lustig aus. Was muss ich damit machen? Ah. Nein! Da war doch noch ein Stern. Das war schon die komplette Ebene? Die müsste ich jetzt nochmal komplett neu spielen? Ja, keine Ahnung. Einsammeln tue ich dann offline, also beziehungsweise nicht in der Aufnahme, und dann gehen wir in die nächste Ebene. Die Riesenbäume. Holy moly, da kommt man sich ja gleich vor wie in Dark Souls. Hallo, du komischer Zwerg. Komm her, hilf mir. Oder hilf uns, wie wär's damit? Ach, und ihr... Ach so, die haben ja... Die haben ja ihre schönen Ballons. Denkt ihr, ich kann da ranspringen? Nein. Und ich kann ins... Okay. Schön aufgeheilt und... Wow. Da geht einfach mal die ganze Brücke kaputt. Warum geht diese Brücke da in Flammen auf? Er fällt einfach erstmal eine halbe Stunde und dann... Oh, ich hab's überlebt. Okay, und jetzt muss ich die komischen Dinger da kaputt schießen. Und rüber. Nein! Aber ich habe doch gespeichert, oder? Wie lange der da fällt. Dann kann ich jetzt hier rüber und... Oh, schön. Gerade so geschafft. Wolken. Willst du mich eigentlich veralbern? Was haben die für eine komische Mechanik? So, jetzt bin ich gespannt, was die Wolken für eine komische Mechanik haben. Das sind wie Trampoline. Da darf man nicht springen. In der Luft nochmal. Ach, die lösen sich auch noch auf. Was zum Geier. Erstmal speichern. Oh Gott. Das war jetzt eine lange Tortur. So. Den habe ich. Und was ist das hier? Folterwerkzeug, okay. So. Ich finde immer so lustig, wenn der einen Gegner bezwungen hat, dann springt er so süß da rum. Kann ich hier noch rein? Schade. Jetzt bin ich Hermes der Getterbotte. Was zum... Zum Geier. Was ist das? Was war das? Das war richtig lustig, aber es war irgendwie komisch, strange. Jetzt gehe ich wieder runter. Schön, okay. Wow, da gibt's Spinnen. Und wo ist der nächste Speicherpunkt? Ich hoffe, die Spinnen kann ich auch irgendwie kaputt machen, aber erst will ich speichern, bevor das nicht geht. Immer stärker, diese komischen Zwerge. Super, so, und jetzt? Du hast 50 Sterne eingesammelt und verbesserst so eine deiner Fähigkeiten. Jetzt kannst du weiterspringen. Jetzt kann ich weiterspringen? Hä? Muss ich die abschießen? Okay, gut, das habe ich. Schweben, wie lustig.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit den 50 Sternen gemeint war, dass ich jetzt weiter springen kann. Falls einer dieses Spiel kennt, kann er es mir ja in die Kommentare schreiben, was da gemeint ist. Weil die Sterne sind ja optional. Man muss die ja nicht sammeln. Genauso wie diese komischen Diamanten-Dinger. Hui! Oh Gott. Das sind irgendwie riesige Bomben. Ha! Boah, die machen ein halbes Herz Schaden. Also, die machen halbes Leben Schaden. Richtig heftig. Warum bin ich denn eigentlich hier hoch gekommen, wenn ich jetzt sowieso wieder die Bäume runterlaufe, sozusagen? Ist hier bitte nochmal ein Speicherpunkt? Das wäre richtig nice. Wobei, das sollte ich ja noch eigentlich irgendwie hinbekommen. Vor allem mit meiner neuen Fähigkeit, dass ich fliegen kann. Hallo, Kao. Nach dieser langen Reise musst du ganz schön müde sein. Ich bringe dich in Sicherheit, damit du dich ausruhen kannst. Okay, danke. Eine Münze fehlt mir. Eine verdammte Münze. Wo, wann? Na gut, das war's dann. Zwei Stages in einem Video. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.